Over this way. Entschuldigung, ich war noch gemutet von zwischen dem Ding. Danke für den Hinweis, Hamburg. Jetzt können wir auch eine Copper Mine bauen, weil ich hatte auch hier oben irgendwo Copper. Gut. Und ich kann jetzt direkt diese Honey Quartz bauen in 2 Runden. Und ich kann hier Honey Quartz bauen in 5. Kann ich sie kaufen? Ja. Meine, wo ich sie kaufe, ist dann wahrscheinlich egal. Aber ich hätte gern eine. 237. Ich überlege gerade, wo sie interessante ist zu haben. Aber ich glaube, es ist eigentlich fast schon egal. Du kannst danach eh direkt was bauen, gell? In vielen Spielen, wo es eine Buyout-Funktion gibt, ist es ja tatsächlich so, dass... Oh, das sieht irgendwie ein bisschen Sci-Fi-mäßig aus, finde ich. Dass der Buyout trotzdem erst nächste Runde fertig ist. Und dieses Iron werden wir uns auf jeden Fall nächste Runde schnappen. Du hast aus irgendeinem Grund noch deine Bewegungspunkte. Du hast auch noch Bewegungspunkte. Nein. Ich muss mir merken, dass das ein Linksklick ist, wenn man Einheiten abspaltet. Das ist ein bisschen ungewohnt. Dann schließt ihr euch doch mal zusammen. Und du hilfst dann mit beim Krieg gegen die Harappa. Und dann schauen wir, ob wir da auch eine Chance haben. Will you accept his offer? Reveal capital. Sure, why not? Show me where your capital is. Most glorious. Yes. Ah, what heartening news. Show me your capital. Ist das dein Kapital? Nee, ist ein Outpost. Ich glaube, das ist dein Kapital. Ja, da ist eine Krone drüber. Ich finde übrigens dieses Symbol hier auch sehr schön. Two idle armies. Warum bist du immer noch idle? Wie weit kann ich dich denn noch bewegen? Du auch. Hört mal auf, heidel zu sein. Bewegt euch, ihr faulen Söcker. Also ich will jetzt hier einen Außenposten machen. Da ist Kupfer und Eisen. Ich will wissen, wie dieser Ordu jetzt funktioniert bezüglich dem Aufgraden. Genau, dem Aufgraden vor allem. Gut gemacht, Marvin. Dem Upgraden von Outposts. Aber ich kann ihn jetzt hier auch bauen. Es ist ein District. Holy, es ist ein guter District. Irgendwie verstehe ich den, glaube ich, nicht. Ottoman can build emblematic, cannot be attached to cities. Aber es ist doch eine City. Irgendwie verstehe ich diesen Ordo noch nicht so ganz. Bin ich jetzt mal gespannt, was da passiert, ehrlich gesagt. Gut, end turn. Weiter geht's. Froh im Takt, oder wie das war. Ein new wonder can be claimed. Okay, ah, build a new cultural wonder, the colossus of Rhodes. Militärisch, militia had not lost our time during sieges, plus 20 stability und fame. So, ich nehme mal, fame ist bei allen gleich. Lighthouse of Alexandria, stability, vision, naval unit. Okay, was haben wir denn hier? 8 Wunder. Science per District and Stability. Offenbar haben alle ein Stability-Bonus, aber verschiedene. The Statue of Zeus. Viel Stability. Sehr viel Stability, um genau zu sein. Pyramid of Gaza. Okay. Kann man billigere Distrikte bauen. Hanging Gardens bringen offenbar gar nichts. Extract any luxury resource from the deposit it is built on. Aha. Irgendwie finde ich diesen Hang-Babylon-Kreis sehr uninteressant. Per Co-Religion States. Ah ja, wenn man viele andere Staaten konvertiert, kann man hier diverse Boni abholzen. Holzen vor allem.
Mir fehlt gerade ein Wort, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Face Stability Health Regeneration on Unit. Das ist interessant. Ignore Movement Penalty vom Forest. Holy moly, must be placed next to Force. Also wir suchen uns hier ein Wunder aus. Und dann können wir das bauen. Das ist auch sowas. Man muss nicht am schnellsten bauen, man muss nur der Erste sein, der es claimt. Und offenbar habe ich genügend Influence, um eins zu claimen. Ich bin nur gerade sehr unsicher, was ich haben will. Ich finde diese Vision gerade sehr cool, obwohl, aber ich habe halt bisher noch keine Seeinheiten, aber ich könnte sie hier bauen. Science per District ist nicht verkehrt. Viele Prozente, die sich da aufaddieren. Das ist halt sehr viel Stability, die Statue of Zeus. Ich finde es halt dieses Money per Lines, nicht? Aber es ist halt ein ordentlicher Stability-Bonus. Das ist irgendwie uninteressant. Billigere Districts sind auf jeden Fall nicht verkehrt. Next to a River findet man sicherlich. Und wir waren ja mal Ägypten. Das interessiert mich nicht. Also die zwei sind ziemlich schon mal nicht. Health Regen ist schon mal nicht schlecht. Kann man definitiv brauchen. Militia not lost. Aber ich glaube, das interessiert mich auch nicht. Ich glaube, die Vision ist nicht so kriegsentscheidend. Science, Stability, District Cost, Regeneration. Alle holen alle Ressourcen aus dem Grund. Das ist übrigens auch ein sehr interessanter Faktor. Diese Movement Penalties auch im Forest ist halt auch nicht uninteressant, gell? Und Health Regeneration kann sehr hilfreich sein. Da ist auch wieder einiges an Stabilität drin. Ich glaube, ich baue einen Tempel der Artemis. Ah ja, und dann kann man dann hier mitarbeiten. Sehr schön. Gut, wir haben eine Idle City. Dann bau doch gleich mal den Tempel der Artemis, wenn wir schon mal dabei sind. Gegenfrage, diese 40 Step, die sind ja wahrscheinlich in der Stadt, der sie baut. Das heißt, es wäre eventuell interessant, es in einer anderen Stadt. Zum Beispiel eine andere Frage, wenn es ein Shared Project ist, kann Marvin gerade das... Ah, du kannst es für eine andere Stadt anfangen. Das ist ja mal cool. Weil du und du, ihr habt jeweils eher geringe Stabilität. Das heißt, Marvin Grad könnte für einen für euch einfach irgendwo diesen Artemis-Tempel hinstellen. Man könnte auch schauen, ob man ein Feld findet, wo zwei Sachen drauf sind, die man zusammen extracten will. Was ist? Extractet ja alles. Wenn man zum Beispiel sagt, man stellt es hier drauf, also ist beides extracted, damit man eben nicht verliert. Wäre halt eine Möglichkeit. Ich glaube, das mache ich jetzt auch einfach. Dann kann Marvin gerade da helfen, das Wunder oben zu bauen. Das finde ich durchaus nicht verkehrt. Gut, was haben wir noch? Oh na ja, okay. Welche meiner Armies ist denn bitte idle? Welche von euch hat Bewegungspaar? Die Hunting Party. Das bist du. Okay. Du kannst dich mal warten. Du kannst dich mal warten. Sehr gutes Formulierung. Weil ich will, dass die Honey Court hier mitkommt, die Nahrung. Die macht Einheiten durch die Nahrung. Ich habe mich schon gewundert, was mit der Nahrung passiert. Bei Gathering. Pickle, the next time master collecting 20 food. So fighting in 13. Wegen des Quillis, die Honeycrots sind böse, overpowered. Das ist gerade so meine persönliche Vermutung, ehrlich gesagt. Gegenfrage: Kann ich bei dir kurz. Ne, ich habe nicht genügend Geld, um ein Dings zu kaufen. Ignoriere mich. Gut, dann, du hast keine Bewegungspunkte mehr. Welche andere Armee hat noch Bewegungspunkte? Das Regiment. So, du sollst das hier claimen. Cannot be done, while the target is not visible. Okay, dann beweg dich halt. Oh, ich habe keine 100 Einfluss mehr. Ja gut, ich habe auch gerade ein Wunder gekauft, gell? Das könnte natürlich was damit zu tun haben.
Dann müsst ihr erstmal einfach so auf die Gegend laufen für die nächsten zwei Runden. Hoffen, dass der Typ das nicht claimt. Organized Warfare Researched. Barracks. Modify Unit Cost Production and Battering Ram. Oh, wir haben seine Siege Weapon. Isn't that nice? Oh, ich hatte nicht gedacht, dass ich das... ich dachte, ich hätte diese Produktion da oben aufgegeben, aber es ist okay. Die Battering Ram wird nicht direkt gebaut, sondern beim Belagern. Das war jetzt gerade die Frage, die ich dazu hatte. Okay. Dann Technology Screen. Wir haben Masonry noch nicht erforscht. Was? Glaube ich, habe ich irgendwas anderes vorher geforscht. Ist egal. So. Ilamis, du hast immer noch nicht genügend. Stell dich einfach mal dahin und du stellst dich einfach mal dahin und dann warten wir einfach bis nächste Runde. Du, dich kann ich ja nicht dazu, weil die Armee noch nicht groß genug ist. Ich würde in der nächsten Runde schon reinkommen und offenbar der alleine schon genügend. Oh, der hat auch sehr viele Bewegungspunkte. Das hilft natürlich. Gut, dann will ich jetzt nämlich Harappa mit meinen Hunden angreifen. Weil ich mir jetzt anschauen wollte, wie diese Hunden funktionieren. Surprise! Gut. Es war, glaube ich, etwas ineffizient bewegt von mir. Okay. Ich kriege zwei Battering Rams in einer Runde. Das klingt overpowered. So, wenn du bei diesem Tempel mithilfst, macht das zwei Runden aus. Wenn du stattdessen einen dieser mächtigen Distrikte baust, die irgendwie alles Mögliche rausholen, könnten wir uns auf... Oh, da ist das noch gar nicht geworden. Was sage ich, wenn ich... Okay. Ich glaube, du baust jetzt erstmal das Artisans Quarter hier und dann schauen wir weiter für dich. Masonry Researched. Okay, Philosophy Research. Oh, Research Quarter. Fancy. Fancy that. Civic Watch, Swordsman. Sind definitiv nicht verkehrt, aber ich habe schon sehr starke Einheiten. Irrigation Level 2. Was macht ein Irrigation Level? Food und River wahrscheinlich. Oh, Stability. Doch ein Aquädukt. Warum nicht? Calamy, sign me up. So, jetzt kann ich hier für 100 Einfluss irgendwo einen... genau hinsetzen. Ich mag die Musik übrigens. So. Outpost Creation dauert eine Runde. Ich will wissen, ob ich da irgendwie ein Urdu bauen kann oder ob ich diese... Weil da... Es hat ja diese komische Fähigkeit, Outposts zu upgraden. Ich frage mich, wie ich das verstehen muss. Culture Chosen. Jemand ist Babylonian. Babylonian Ancient. Oh Gott. Irgendwie ist jetzt erst Ancient geworden. Und ich bin nicht Erster. Doch, ich bin Erster. Ich habe nur mein neues Symbol nicht erkannt. Trops funktionieren einfach durch Zuschauen, Rauger Banzai. Du musst sonst nichts tun. Jetzt habe ich zwei Battery Rams. Ist das nicht mächtig? Bringen mir die jetzt? Was tun die denn eigentlich? During a siege can only attack walls. Und welche Walls kannst du jetzt attacken? Ach und Moment. Ah, mein Reinforcement ist noch nicht. Da, Reinforcement. Kommt wahrscheinlich.
Ja, die kommen jetzt, glaube ich, pro Runde irgendwie einer hier auf. Okay, man hätte wahrscheinlich anders angreifen sollen hier. In Battle. Also du bist noch nicht, du kommst erst noch. Ich kann mit euch noch nichts tun. Ihr seid einfach noch... Ah doch, ihr seid schon da. Dann war das jetzt... Okay, das war jetzt irgendwie alles nicht so sinnfrei, weil ich gerade nicht verstanden habe, wie das funktioniert. Das ist schön, Ditzel. Wenn ich jetzt mit dich einfach hier... Also ich kann die alle in dieser Runde schon reinholen. Okay. Gegenfrage. Kannst du das angreifen? Du kannst die Fences vernichten. Jetzt sind die Fences da weg. So. Der Tag ist noch ein bisschen... Genius. Du hast keine Attack Range? Ha. Huh. I assumed you have attack range. Guess I missed something here. Das ist ein Fernkampfangriff, aber es ist keine Range. Und er greift halt eiskalt nochmal an. Keine Bewegungspunkte mehr. Hast du noch einen Angriffspunkt? Nee. Hat irgendjemand noch einen Angriffspunkt? Okay. Leichte Zuckungen. 1% Health habe ich verloren. Das Lustige ist, sie haben ein Range, Gunkingo. Das heißt, sie müssen zwar neben der Einheit stehen, aber sie kriegen keinen Konterangriff, also sie kriegen keinen Schaden vom Angreifen. Also ist das Range trotzdem ziemlich stark. Ich glaube, wahrscheinlich hast du das gemeint mit, aber dennoch ist Range halt echt strong, obwohl sie keine Range haben. Wir brauchen irgendwie eine andere Formulierung. Obwohl sie keine Reichweite haben, ist die Tatsache, dass sie eine Fernkampfeinheit sind, stark. So könnte man es formulieren. Das war gerade ein ziemlich brutaler Sieg. Und dieser... Und der hat davon 10 Nahrung bekommen, weil... Ach Gott. Und vor allem, der in Anführungsstrichen pflanzt sich halt auch noch fort. Gott, haut das Ding rein. Also ich glaube, da braucht es ein bisschen Balancing, aber dafür ist es Open Death. Aber ich glaube, da fehlt noch ein bisschen Balancing, weil das, also vielleicht checke ich hier auch irgendwas nicht, aber der scheint mir gerade ein bisschen arg overpowered. Ich meine, der greift zweimal an und pflanzt sich fort. Mal was anderes. Was ist deine Stärke? Deine Stärke ist 26. Warum ist deine Stärke 26? Hans, OP, Mongols. Ja, Mongols müssen OP sein. Das gehört dazu, Cat und Ninetales. Das muss so sein, aus Prinzip. So, wir haben 22 Combat Strengths. Wir haben 1+1. Zero Counter. Wir haben jetzt insgesamt +4. Okay, deswegen haben wir 26 statt 22. Komm mal, da sein Tropfer geht jetzt auch schon wieder. So mögen wir das. Nee, ist okay. Viel Spaß. So, wunderbar. Hier meine Idle Army. Die kann hier hinten einfach ein bisschen erkunden. Aber dafür ist es ja Open Death für solche Balancing-Geschichten. Das ist ja alles vollkommen in Ordnung. Wir haben ein neues Civic entdeckt. Und zwar Independence People. How should we use other people? Ist das nicht schön? Use other people. Wir können sie assimilaten oder wir können sie hiren. Okay. Doch, der ist auf Twitter angekündigt. Oder habe ich aber nicht auf Tweet geklickt, als ich hab's geschrieben. Mach mich nicht schwache, Junge. Halt das nicht zu Ende getweetet, ich Sauhund, ich Dreckiger. Doch. Du hast es sogar geliked. Skoll liked das Tweet. Du hast ein Problem mit deinem Kurzzeitgedächtnis, Skoll, habe ich das Gefühl. Okay.
Oh, wir haben übrigens sehr viel Druck auf diese Dings hier und irgendwie sind die Farben falsch rum. Weil es sieht aus, als hätte ich 53 und sie 47. Moment, nee. Nee, das stimmt schon. Ich hab einfach mehr Druck. Es passt schon von der Farbe her. Ach, danke, Skull. This time is influencing the territory is currently selected and the value of its output is 6 influence for Empire. Select with to focus. Wie kann ich das dann contesten? Das wäre auch noch interessant. Also wir haben hier sehr viel Druck, das ist doch schon mal schön. So, hast du hier hinten, ich will immer per Escape die Civics zumachen, aber es funktioniert nicht. Ich glaube, dass du keine Stadt mehr hast, aber der Frieden kommt dann normalerweise erst in der nächsten Runde, wie wir schon gesehen haben. Also irgendwie wird der Typ da oben auch sehr unnötig sein, habe ich das Gefühl. Population Gain. Jetzt wollte ich gerade angreifen, bis mir eingefallen ist, dass das ja meine Vasallen sind. Rentag! Kundig du dich mal da oben. War Resolution. Okay, noch hast du offenbar Lust auf diesen Krieg. Dann akzeptieren wir das. Dann machen wir jetzt mal folgendermaßen. Wir lassen dich hier. Dann bewegst du dich da runter. Meine mächtige Honey Court schließt sich deiner an. Komm an. Geht das nicht, weil du diesen Ding hier hast? Wahrscheinlich ist das das Problem. Würde zumindest einen gewissen Sinn ergeben. Honeycards kann ich mit anderen Einheiten mischen. Ja, ergibt einen gewissen Sinn. Da auch, dass sie ja ihre eigene, die praktisch die Neolithic-Ära-Funktion benutzen. Bist idle, du kannst da einen auf Sentry machen. Das dauert 9 Runden, mit deiner Hilfe dauert das nur 6 Runden, ja dann hilf doch mal. Und hier haben wir jetzt diesen Ordu gebaut und der ist da glücklich und freut sich seiner mächtigen Fähigkeiten. Jetzt gefällt es mir recht gut. Also wie gesagt, ich vermisse so ein bisschen die Unique Cultures aus Endless Legend. Das Kulturensystem ist sehr interessant, aber man hat ist halt doch immer sehr seine aktuelle Kultur. Also ich glaube, dass die Kombinationen, auch wenn wir jetzt aktuell ja von unserem Vergangenheit als Ägyptern auch einen Bonus haben, glaube ich, dass die Kombinationen deutlich weniger Einfluss haben werden. Ist natürlich auch die Frage, wie das im Endspiel dann noch sein wird. Paid Wages. Ah ja, wie viel Geld wir vom Geld vom Ransacking oder Stärke von Ransacking. Gut. Dann will ich accept this offer. Our conflict only harms the most vulnerable. Nein. That is very interesting. Sehr schön. Ja, das ist ein Han. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen unnötig, dass wir den gebaut haben. Fünf Runden. Nur eine Runde weniger. Finde ich jetzt nicht so genial. Das kannst du in verschiedene Ordus bauen. Die Ordus scheinen auch sehr, sehr stark zu sein.
sieht doch gar nicht so un... Jetzt verstehe ich, was da los ist. Okay. Okay. Wie hast du denn gerade deine Bewegungspunkte verloren? Ich glaube, da lief gerade was schief. Ich glaube, das war gerade ein Bug, dass er gerade seine Bewegungspunkte verloren hat, ohne sich zu bewegen.